BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Kolonnen von Demonstrierenden sind auf den Straßen. Man hört Schüsse, es sind Wasserwerfer im Einsatz und auch von Elektroschockern ist die Rede. So schildert Beate Apelt die aktuellen Ereignisse in Belarus. Die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sitzt derzeit in Kiew, wurde aber am Mittwochabend live nach Tübingen zugeschaltet. Im Silchersaal des Museums Tübingen erwartete sie der FDP-Europapolitiker Michael Link, der mit ihr über die Demokratiebewegung in Belarus sowie über die außenpolitische Rolle der EU sprach. Der letzte Diktator Europas hält Belarus mit harter Hand unter der Knute. So beginnt Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, seinen Vortrag im Silchersaal des Museums Tübingen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hatte den Experten im Bereich Russland und Belarus zu einer Diskussionsrunde eingeladen und treffender hätte der Zeitpunkt nicht sein können. Wir hätten uns alle nicht vorstellen können, dass, als wir diese Veranstaltung heute planten, just an diesem Tag der Machthaber, Diktator Lukaschenko, klammheimlich, ohne Ankündigung, sich vereidigen lässt. Das ist eine so dramatische Weiterentwicklung, wie man sie sich schwer vorstellen konnte, aber es ist geschehen. Umso dramatischer ist die Lage und man muss Schlimmes befürchten, was die weiteren Unterdrückungen der Demokratiebewegung angeht. Die Büroleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung, Beate Apelt, die aus Kiew zugeschaltet wurde, erzählt von tausenden Demonstrierenden in Belarus, aber auch von Wasserwerfern und Verletzten. Die Bewegung lasse sich nicht aufhalten, meint Michael Link. Auch wenn Lukaschenko es bitterlich versucht. Generalstreiks könne nicht stattfinden, da der Bevölkerung mit Entlassung gedroht werde, so Apelt. Aber die Belarussen geben nicht nach und führen italienische Streiks durch, wie Apelt sie nennt. Sie arbeiten einfach langsamer, was sich auf die Wirtschaft auswirke. Wir fragen den Experten, wie Europa sie bei ihrer Bewegung unterstützen könne. Die EU kann natürlich nicht direkt eingreifen, denn auch die Demokratiebewegung sagt, wir müssen das selbst lösen. Aber Einrichtungen wie die Vereinten Nationen oder die OSZE oder der Europarat, also neutrale Einrichtungen, die EU wird von den Russen als Partei gesehen, neutrale Organisationen könnten sehr wohl eine Rolle spielen und deshalb fordern wir ganz klar eine Vermittlungsmission, zum Beispiel der OSZE nach Belarus, so schnell wie möglich. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, verfüge über gewisse Instrumente zur Vermittlung, wie zum Beispiel über das Instrument des Besuchs in der Haft. Also zum Beispiel, es könnten Experten nach Belarus fahren, die Häftlinge in der Haft besuchen, sie dadurch auch schützen und einen internationalen Bericht machen über die Haftbedingungen. Also es gibt jede Menge Vermittlungsmöglichkeiten, man muss sie nur nutzen wollen und leider will sie bisher der Machthaber und auch insbesondere Präsident Putin aus Russland nicht nutzen. Deshalb brauche es also massiven Druck in Form von wirtschaftlichen Sanktionen auf Russland und Belarus, damit die Machthaber die Vermittlungen zulassen, so Link weiter. Denn es handelt sich um Personensanktionen. Personensanktionen zum Beispiel gegen das Vermögen von Oligarchen, von Leistungs- und Funktionsträgern aus der Elite von Lukaschenko und gegen ihn selbst, die ja versuchen, ihr Geld in der Schweiz, in der Karibik, sonst irgendwo in der EU Sicherheit zu bringen. Diese personalisierten, gezielten Sanktionen wurden diese Woche von der EU beschlossen. Die ersten Gespräche haben zumindest bereits begonnen. Wir hatten heute die erste Telefonschalte zwischen Frau Tichanowskaja und vermittelt von uns als OSZE PV, Parlamentarische Versammlung, mit einem Vertreter des Regimes. Das war also der erste Direktkontakt, der sozusagen vermittelt von uns zustande gebracht wurde. Dieser Kontakt zu der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja sehe er als ein Hoffnungszeichen. Wie es konkret weitergehe, könne er auch nicht sagen. Aber die Demokratiebewegung sollte auf jeden Fall unterstützt werden, so der FDP-Europapolitiker abschließend. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.